Ja, hi Leute, moin. Haben heute Mittwoch und ich bin mal kurz entschlossen wieder in die Pilze gegangen. Wollte mal hier wieder gucken, wie es hier aussieht. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe schon einiges gefunden. Hauptsache sind Perlpilze da. Aber wir wollen mal gucken, ob wir noch mehr finden. Ja, Trüffel. Da unten, da steht er. Da. Ja, sag hallo, Trüffel. Ach so, ja, der kann ja nicht reden. Naja, gucken wir mal, was wir finden. Also. Ja, das klebrige Hörnchen zeigt an, dass es Pilze gibt. Ja, dann werden wir auch welche finden. Ja, wer sagt's denn? Direkt hier am Weg finde ich eine schöne Flockenhexe. Nicht? Man kann mal schön mit der Kamera mal ein bisschen dran drehen. Ja, meine Videokamera, Leute, die ist leider kaputt. Die ist im Äse, wie wir Sauerländer sagen. Aber eine neue ist unterwegs. Dauert aber noch ein bisschen. Ja, die hier, die sammle ich auch gerne. Das sind Fichtenblutreizker. Ja, und in dieser Qualität sowieso gerne. Ja, das ist ein Prachtexemplar von einem Perlpilz. Ich lasse ihn aber stehen. Ich bin mehr für jüngere Exemplare. Nicht? Also, die müssen schon so ein bisschen aussehen wie dieser hier. Ja, und die haben keine Maden. Ne, obwohl er sehr, sehr madenanfällig ist, dieser Pilz. Ja. Ja gut, kann man schön erkennen, Perlpilz, geperlte Oberfläche. Und der ist immer irgendwo rosa, aber das habe ich schon in meinem Film öfter gesagt. Ja, an so Ufern hier, da findet man gerne Maronenröhrlinge. Wie man sieht, sind auch noch schön in der Qualität. Schön klein und jung. Diese Qualität, die lasse ich mir gefallen, ehrlich. Na, Trüffelchen, hast du dich wieder schön im Dreck gewälzt? Hm? Hallo, Flo. Ja. Ja, auch hier ein Prachtexemplar von einem Perlpilz. Aber ich habe jetzt schon einige Perlpilze, also dürfen die alle stehen bleiben. Ja, Raubbau will ich nicht betreiben. Mich interessiert also die Vielfalt der Pilze, die man so finden kann. Ja, und dieser Wald ist für mich als Fußbehinderter einfach ideal. Ja, der ist gerade Wege gibt es hier. Keine Stuken, keine Bäume, die quer liegen. Ja, und hier kann ich auch mal vom Weg abkommen und sammeln. Ich kann hier mal in den Wald gehen. Was bin ich glücklich, Leute. Ja, hier liegt ein Pilz im Wald, den wir ungern sehen. Ich packe mir den gleich hier ein und nehme die Dose mit. Der gehört hier nicht hin. Also ein kleiner lichter Laubwald. Mal gucken, was es darin zu finden gibt. Wenn ich da... Hier geht so ein kleiner Weg durch. Mal gucken, wie weit ich reingehen kann. Humpel, humpel. Winzpfifferlinge. Aber die dürfen stehen bleiben. Na, hier haben wir einen mitnehmbaren. Ein mitnehmbaren Pfiffi. Ja. Marönchen. So ein Marönchen in Ehren kann niemand verwehren. Ja, nochmal ein Pfifferling. Nein! Ja, Leute, das ist ein falscher Pfifferling. Der ist so falsch, wie er falsch sein kann. Man erkennt das hier an diesen rosa Lamellen. Pfifferling hat sowas nicht. Ja, von oben hat er mich genarrt. Also bleibt im Wald, legt so hin, dass er aussporen kann. Jeder Pilz ist wichtig für den Wald. Ja, noch eine kleine Kuriosität am Rande. Hier im Sauerland findet man ausschließlich an Ost- bis Südhängen was. Also Ostlage, Südost, Süd. Ja, Nord- und Westhänge sind absolut kacke. Da wächst nichts. Also da brätselt nachmittags die Sonne drauf, weil ja da diese untergehende größte Hitze ist. Und ist nicht so berühmt. Ich habe es ausprobiert, glaubt es mir. Aber gilt jetzt für diesen Zeitpunkt. Ja, heute finde ich unwahrscheinlich viele Perlpilze. Aber wie gesagt, ich habe schon ein paar und die sollen reichen. So, mal hier gucken. Guck mal da auch, alles voller Perlpilze. Ja, da vorne, da ist ein Kiefernwald, da will ich mal eben hier vorne am Rande gucken, ob es da vielleicht schon andere Pilze gibt, wie Goldröhrling oder sowas. Schauen wir mal.
Diese überständige Marone wird auch gerade von einem anderen Pilz verspeist. So ist halt der Natur ihr Lauf. Ja, und Maronen sind Herdentiere. Ja, deshalb stehen hier einige. Also ernten. Ja, diese gelben Gesellen, die kennen wir auch. Falsche Pfifferlinge, diesmal kommen sie aus dem Holz. Ja, und wo befinde ich mich? Also genau auf den Hang, wo ich sagte, da hinten, da ist Osten. Ja, da fällt der Weg ab, der Hang. Und hier findest du Pilze, siehst du. Ja, hier haben wir eine Wildschweinsuhle. Und das dreckige Wasser zeigt, dass die sich hier vor kurzem auch noch gesuhlt haben. Ja, es riecht ja auch fürchterlich nach Maggi. Also sie sind ja irgendwo. Ich werde jetzt den entgegengesetzten Weg einschlagen. So Leute, hier im Tannenwald, da finde ich auch wieder Schwammpilze. Und zwar sind das Schönfußröhrlinge. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich will sie nicht pflücken, weil ich will sie ja auch nicht mitnehmen. Ja, die haben also einen roten Stiel, aber der Hut, der ist ein bisschen heller, also der ist so gräulich. Und die haben einen gelben Schwamm. Also ich kann es kaum filmen. Ich möchte sie nicht rausreißen, weil ich will sie mitnehmen. Es sind Bitterlinge und die bleiben hier. Aber es wird mir auch belohnt, weil daneben finde ich ein Marönchen, ein kleines. Ja, so eine grasige Lichtung mögen die Pilze sehr. Da haben wir sie auch schon, die Marönchen. Die den Weg ins Körbchen finden. Trüffelchen, du siehst aus. Ja, was haben wir? Wir haben also Perlpilze, Maronen, ein oder zwei Pfifferlinge, das weiß ich so genau, Hexenröhrlinge und ein, zwei Täublinge habe ich vergessen, die habe ich aber noch nicht gefilmt. Fichtenblutreizker. Jede Menge Perlpilze, wie gesagt. Alles klar, aber dann mal Allzeit reicht. Und, oh ja, gut, man soll zufrieden sein. Ja, Leute. Ja, Küsschen. Flöchen bedankt sich bei mir. Ja, das ist der erste Film, den ich mal komplett im Handy gedreht habe. Weil meine Kamera ist Kloppheister. Die macht keine Aufnahmen mehr. Die bricht einfach ab und zu. Ja. Die bricht einfach ab und das geht nicht mehr. Auch die Aufnahmen, die ich vorgestern gemacht habe, kannst du knicken. Ich habe aber jetzt eine gute Kamera bestellt, die sollte heute kommen. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, dass dieser Film gefallen hat und sage mal, triff, triff, bis demnächst, euer Charlie. Guck nicht so arrogant.